Hallo meine Lieben, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute gibt es ein Schminki, wie ihr seht, ich bin noch ungeschminkt und ja, von daher schminke ich mich jetzt mit den Sachen vom Adventskalender, ne? Und die Sachen, wo halt nicht drin waren, die habe ich natürlich ersetzt durch meine. Und aber ja, fangen wir mal an. Ich habe natürlich schon die Base gemacht, also ich habe heute BB-Creme drauf und einen Primer, einen Glow-Primer. Wie ihr seht, meine Haut hat schon schön Glow. Und ja, ich nehme heute mal das Soul Clean Puder zum Setten von meinem Concealer. Mal gucken. Eyeshadow Base ist auch schon drauf, also alles schon drauf, ja. Ich sehe jetzt, das ist ganz feines Puder, das Soul Clean. Das ist so, ja, ganz fein. Das sieht man dann gar nicht mehr, ist transparent, ne? Ja, und da gehe ich jetzt mit meinem Pinsel da rein. Ich habe ein bisschen was ins Deckelchen getan und so, dann setze ich jetzt nur meinen Concealer und auch ein bisschen so, ein bisschen, es soll nicht totmatt sein alles, ne? Aber ein bisschen zum Fixieren und Setten. Jo, ne? Ja, das ist so fein. Das merkt man gar nicht, dass man Puder drauf hat. Und ja, also es ist wunderbar. Es weißelt nicht nach, gar nichts. Ne? So. Meine Haut hat immer noch einen natürlichen Glow, sie ist nicht totmatt. Und so soll es sein. Das nächste Mal nehme ich dann das von Love, das Puder, ne? War ja auch dabei. Aber jetzt habe ich heute mal Soul Clean genommen. Das war das erste, das ich raus habe vom Glossy Box, ja. So, dann trage ich schnell meinen Kajal auf, weil, ja. Ist übrigens von Catrice, der ist schon ziemlich klein. So, eine Auge ist fertig, so. Und ich mache ja auch am oberen Wimpernkranz entlang, seht ihr nicht den Effekt. Ist ein bisschen. Aber es geht. So, das ist immer so meine Sache, wo ich immer mache. So, das hätten wir. Dann, ja. Was wollte ich noch? Ja, genau, ich habe ja von, da ist es, ein Bronzer und ein Dings von Wanda, ne, mitbekommen. Und zwar, ach Gott, Leute, bitte, mach mich scharf, Kamera. Ja, ja, okay. Und zwar sind das ein Bronzer und der Blush oder das Blush, ein bisschen so, ne?
Ja. Und damit werde ich jetzt, das werde ich probieren heute. War auch im Glossy Box Adventskalender, da waren die meisten dekorativen Kosmetik drin. Ich fange jetzt erstmal mit dem Bronzer so unspektakulär an. Durch nur mein Gesicht ein bisschen aufwärmen. Ich mache doch nicht viel immer. Meine Kontur und so mache ich gar nicht. Da bin ich wieder drüber weggekommen von der Kontur. Ja, ist halt so, ne? Und ja, macht er sich ja hübsch verteilen. So, natürlich die Ohrli mitmachen, ne? Bisschen da runter die Hamsterbäckle, ne? Bisschen kaschieren, ne? Ja. Ja, lässt sich wunderbar verteilen, sieht sehr natürlich aus. Also, ne? Nur ein bisschen das Gesicht aufgewärmt. Will ich ja. Ich will keine so braunen Balken im Gesicht haben. Das mag ich nicht. Kommen wir mal zu schmutzig vor. So. Okay. Muss nur gebraust. Wie von der Sonne geküsst. So, jetzt kommt das Blush. Bellini heißt das Blush und der Bronzer heißt von der Firma Wanda, ne? Kosterei heißt, oder Rey heißt das, der Bronzer und das Blush heißt, ja, Bellini. Oh. Sieht man hier. Muss ja nicht viel sein, ne? Ich nehme übrigens mit dem Stippling Brush auf. Finde ich sehr, sehr gut. Also ich mag das. No? Ah, leicht erröten um die Nase rum. Nur ganz leicht. So. Ja. Und schon sehe ich frischer aus. Und ja. Ja. Dann, ich habe jetzt gar keinen Puder-Highlighter, aber ich nehme den Highlighter jetzt hier von Milk. Der war auch mit im Adventskalender. Der schimmert so bläulich. Seht ihr das? Ja. So, und den trage ich mir jetzt nur hier auf. Ich habe vergessen ihn vorher, weil ich zu wenig Cremeprodukte auftrage. Von daher, ja, egal. Nur, ja. Man sieht es schon, ne? Seht ihr? So. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich doch noch doch ich hole mal einen Highlighter zum Setten, weil das ist doch ein Creme Highlighter und jetzt hole ich mir noch einen Puder Highlighter zum Setten drüber, wo in der gleichen Farbe ist. Ich bin gleich wieder da. So, bin schon wieder da und hab von Huda Beauty habe ich auch mal in der Glossy Box im Adventskalender und da habe ich so das Arctic Glow da oben. Das ist auch so bläulich schimmernd. Und das nehme ich jetzt um den Heiler. Ja, und übrigens ein gesundes neues Jahr.
wünsche ich euch und ich hoffe, ihr seid gut rübergekommen, bist gesund und munter, dass ihr alle gesund seid und ja. So, ne? Jetzt seht ihr das. Ja. Viel braucht man da nicht von Huda Beauty, ne? Das sind nicht auch Highlighter, das ist jetzt, ja, der Wahnsinn, ne? Ja, sind die vier Farben auch ein Creme-Highlighter dabei und dann diese drei Farben. Ich weiß nicht, kann ich euch mal kurz swatchen. Ist der, wo ich jetzt drauf habe, das ist der leicht bläuliche wie der Milk. Das ist der Northern Lights, mehr so Gold und Winter Rose. Wie der Name schon sagt, so rosi Farben ist der. Ja. Na, und das sind die drei Farben. Nein, das andere ist ein Creme. Ne? Ja. Das wollte ich euch nun mal so sagen. So, jetzt kommt das Setting Spray von The Professional Super Setter von Benefit. Das kostet 14 oder 17 Euro, dieses kleine Ding hier. So, und das, schauen wir mal, was das kann. Ah, schöner, feiner Sprühnebel. Man sieht gar nichts, dass ich da eingesprüht habe. Ja. Mega. Ganz fein ist der. Wow. Hat keinen Geruch so. Ja, ist das von Professional. Es ist schon sehr, sehr teuer. Aber ja, das macht man nicht alles, ne? So, die Wanda, das habe ich, ja. Also, ja, der Bronzer und das Blush, ne, also frische Mark Milk Highlighter, ja, also Creme Highlighter, gut, ne. Ja, da habe ich halt noch fixiert, ist ja egal. So, dann machen wir mal weiter mit den Augenbrauen und da habe ich doch drin gehabt, den Real Hair, dieser ganz dünne Augenbrauenstift, da ist dann ein Spoolie, ganz kleiner, mit dabei und ja, vor dem habe ich ja Respekt, weil der ja gar so mini dünn ist, ne, ihr seht, also muss ich ganz vorsichtig sein und der braucht sich halt auch schnell auf, ne. Dann macht man zweimal die Augenbrauen mit und dann ist das Ding leer, ne? Also für das, was es dann kostet und ja, würde ich mir nie kaufen, ne? Aber ja, ist halt ganz fein, präzise dieses gibt auch Farbe ab, auch wenn ich bloß so ganz leicht drüber gehe. Passt. Sie ist sowas Dünnes. Ja, hat sich wunderbar, bin jetzt super zurechtgekommen. Habe ich jetzt meinen Kryolan? Habe ich nicht mitgenommen, ne? Natürlich nicht. Na, naja, egal. Normalerweise nehme ich mein Augenbrauengel damit dazu. Kann ich machen, aber es ist, gehört halt nicht dazu, weil das nicht im Dings drin war. Ne? Aber das ist so, ja, meine Routine. Ich komme gleich wieder, ja, ich wollte schon. So. So ja auch mal in der Box drin, ne? Aber
jetzt nicht im Adventskalender, ne? Von daher, ja. Wenn ich es habe, verbrauche ich das, ne? Da gehe ich nur auch ganz leicht drüber. Und ja, dann hält man das den ganzen Tag. Ja. Ja. Wenn es euch interessiert, mache ich mal Tipps und Tricks, wenn man solches nicht hat, so ein Augenbrauengel, mit was man es noch fixieren kann. Habe ich schon mal ein Video gemacht, ist aber schon lange her. Also von daher. So, jetzt kommt die Lidschattenpalette. Und zwar die CAT, die kleine von der Pinkbox mit diesen Farben. Ja, so, die werde ich jetzt verwenden. Und zwar in der Lidfalte kommt mal dieser helle Ton hier, nämlich so mein Blenderpinsel. Seht ihr ja. Ja, das kommt in die Lidfalte und auch ein bisschen darüber hinaus. Und ja, es wird nur ein leichter Schatten sein, ne? Soll ja nichts Auffälliges sein. Jetzt noch nicht, meine ich, ne? Nicht so ein auffälliger Balken da. So. Ja, die Farbabgabe ist gut. Ja. Na, ja. Wunderbar. So, als nächstes kommt eine dunklere Farbe und zwar nehme ich da meinen Pencilbrush, sage ich immer, weil der ausschaut wie ein Bleistift. Ja. Sieht aus wie ein Bleistift. Und da gehe ich mal in die, ja, in die dunkelste Farbe da hinten rein. So ein, ja, so ein bräunlicher Ton ist es. Und das mache ich mir hierhin ins äußere V. Es wird dann auch noch verblendet. Ich tue halt jetzt nur mal ja. So, dann mache ich noch mal meinen Verblenderpinsel, nehme noch ein bisschen von der ersten Farbe auf und gehe mal da so drüber, dass die harten Kanten weg sind, ne? Ich
immer nach außen, ne? Seht ihr? Wenn ihr meint, es sind noch harte Kanten, dann, ja, machen wir das mit dem Finger weg, ne? Halt alles schön verblenden, ne? Wunderschön verblenden. So. Ne? Ja. Ja. So, die gleiche Farbe nehme ich jetzt und gehe am unteren Wimpernkranz entlang. Nur ganz nah, ganz, ganz nah an der Wasserlinie. So, das war's praktisch nicht mit dem Augen-Make-up, natürlich nicht. Ich mache jetzt mal, schauen wir mal mit dem Finger, nehme ich mal dieses, ja, da wo ich meinen Finger hier habe, das schöne Rosé, glänzende, ja, das trage ich da so in der mit dem verbinde es mit dem hinteren ein bisschen. Ja. Ja. Jo. Jetzt kommt das andere Auge. Sehr, sehr schön. So. Man kann es auch mit dem Pinsel auftragen. Ich mag es halt jetzt. So, dann habe ich so ein ganz helles. Das kommt im Augeninnenwinkel, würde ich sagen. Und zwar das da unten. Das da möchte ich im Augeninnenwinkel haben. Und zwar, ja, habe ich da schon. Und das ziehe ich mir auch ein bisschen da oben hin, ne? Seht ihr das, ne? Ja. Super schön, finde ich. So, ne? Ja. Hab's auch ein bisschen so reingezogen, ne? Ja. Hab ich vier Farben verwendet. Naja, das passt schon. Ich muss ja nicht alle verwenden. Ich mag das nicht immer so viel Farben. Aber dass man so, ne? Die Farben noch so erkennen kann. Ja, so, das hätten wir. Jetzt kommt, ach ja, ich trage mal meinen Lippenprimer auf. Ich habe zwar, der war zwar auch nicht drin, aber es hat so einen hübschen Effekt, finde ich. Hat
hatte ich auch mal im Adventskalender von Glossy Box. Aber den habe ich immer geschenkt bekommen von meinem Sohn. Da habe ich noch nicht die Glossy Box abonniert gehabt. So, dann muss ich jetzt hier Platz machen, weil jetzt komme ich mit meinem Gezitter. Ja, mach mal das. So, meine Wimperntusche habe ich hier. Das tue ich hier hin. Weil jetzt kommt. So. Jetzt muss man Platz machen, schaffen, weil ich muss mich abstützen. Ja, da war auch ein Eyeliner dabei von der Firma Eiko, glaube ich. Black Magic, oder? Ja. Da ist eine Kugel drin, okay. Und der ist auch so ganz schön dünn. Und da mache ich natürlich immer ganz nah am Wimpernkranz. So, jetzt muss ich umwechseln. So. Und das war's schon. Ganz dünnen Eyeliner ziehe ich da und das habe ich jetzt schon draußen mit diesen Spitzen da. Dass ich da gut mit klarkomme. Selbst bei Schlupflider, ne? Ist ein ganz, ganz feiner, dünner Eyeliner. Ja, es muss kein Verbeigen sein und winkt schon gleich gar nicht in meinem Alter nimmer, ne? Aber ja, das ist jetzt das Augen-Make-up. Mir gefällt es und ich mache ja jeden Tag jetzt mit dem Eyeliner, ja. Also nicht mit diesem, sondern auch mit einem anderen, mit der Filter von Aiko, aber was jetzt das für Firma ist, weiß ich jetzt gar nicht. Wimperndusche, die geht und geht einfach nicht leer, da habe ich keine neue, es war zwar eine drin, aber ich muss erst die eine auch verbrauchen und die wird einfach nicht leer. Es ist eine wasserfeste und ja, ich weiß nicht, das ist für mich. Die habe ich schon so lange jetzt, wo ich mich jeden Tag schminke oder fast jeden Tag. Ein Tag, gestern habe ich mich zum Beispiel mal nicht geschminkt. Aber sonst bin ich jeden Tag oder fast jeden Tag, wie gesagt, einmal ein Tag in der Woche oder zwei Tage, wo ich nicht geschminkt bin. Aber sonst immer, auch wenn ich zu Hause bin, schminke ich mich. Heute zum Beispiel bin ich zu Hause. Und ja, ich schminke mich und ich liebe Schminken. Ich liebe es, mich herzurichten und ja. Ich mache immer zwei Schichten. Da erziele ich dann das beste Ergebnis. Wow. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht. Geh mich mal durch. Der wird schon bald leer, die. So, die Hälfte werde ich da rausschneiden, denke ich, weil es ist immer blöd, wenn man da, ja, mit Wimpern duschen braucht, ja, am längsten.
Sollte man meinen mit Eyeliner, aber nein. Eyeliner ist nicht das längste. So. Ja. Und jetzt kommt. Jo. Mir gefällt es, der Augenlook, ne? Seht ihr? Na, ja. Mir gefällt es, was ich sehe. Ja. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob euch das interessiert, so Tipps und Tricks, wo vielleicht viele wissen, aber doch nicht das machen. Ah ja, ich nehme einmal von Steve Laurent, das ist auch so ein Lippengloss, Lippfarbe. Ich kann das nicht lesen, da hinten ist zu klein, aber ist für die Lippen. Ja, so ein Lipgloss eher, ne? Ist das, ja. Das meiste war in der Glossy Box an dekorative Kosmetik, ne? Mhm. Ja. Schön. Ja. Ihr seid neutral natürlich, ne? Und ja. Alter. Das war's. Ohrringe rein und dann bin ich fertig, ne? Das ist mein fertiger Look. Und ja, die Farbe kommt halt jetzt noch. Ja, ah, ja, doch glänzig. Ich weiß nicht, ob ihr das, ja, ja. Doch. Könnt ihr schon sehen, ne? Ja. Ich finde den Look hübsch, mir gefällt es, ich fühle mich wohl damit und ja. Sagt mir mal, wie es euch gefällt oder ob euch so Tipps und Tricks Videos, habe ich nämlich vor, mal so eine Reihe zu machen. Wie kann man was zweckentfremden und Tipps und Tricks, was vielleicht die Oma nicht wusste, weil sie sich nicht geschminkt hat, aber meine Generation schon weiß, auch durch viel Ausprobieren, durch viel, sagen wir mal so, es gab auch eine Zeit in meinem Leben, da hatte man nicht so viel Geld, so wie jetzt, zur Verfügung, um für Schminksachen alles auszugeben. Ne? Also da musste man sich, und da, sagen wir mal so, Not macht erfinderisch, ne? Und ja, heutzutage macht man das nicht mehr so, aber ja, ich hin und wieder doch schon, weil ich mir sage, warum nicht, ne? Okay, jetzt höre ich auf zu schwafeln und beende das Video, weil es ging ja heute ums Schminken, aber ja, lasst mich wissen, wenn, wie gesagt, ihr Interesse dran habt und welche Tricks und Tipps man anwenden kann in und um Pflege und Schminke. Ne? Dreht sich Pflege auch, ne? Und Schminke und ja, allgemeine Körperpflege auch. Ne? So, jetzt höre ich hier wirklich auf. So, ja, nochmal den Look. Ja, da sieht man es schön. Ne? Und das, da seht ihr das auch. Denke, hoffe ich. So, ich sehe es nicht so, die Seite. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, bleibt mir alle gesund, meine Lieben. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Ne? Entweder mache ich zuerst ein Tipps- und Tricks-Video oder ich mache wieder Schminke. Ich schau mal, weil jetzt kommt er dann auch bei die Pinkbox und Glossybox zum Unboxen wieder, ne? Okay. Ich bedanke mich. Und jetzt ist Schluss. Feierabend, jetzt muss ich Schluss machen und höre ich nie auf zum Waffeln, ne? Okay, meine Lieben. Tschüss.